Seit einigen Wochen ist bekannt, die Bundesregierung will Gras entkriminalisieren. In zwei Stufen soll zunächst die Entkriminalisierung mit Eigenanbau, legalen Besitzmengen und Anbauclubs kommen. Später wird der Verkauf in Fachgeschäften im Modellprojekt ausprobiert. Zuletzt wurde das Gesetz dazu sogar geleakt. Alles, was du dazu wissen musst, findest du in unserem Video oben in der Infobox. Wir möchten uns heute intensiv dem Modell der Anbauclubs widmen. Denn das, was im ersten Moment nach einer richtig guten Idee klingt, birgt hohe Risiken und könnte sich für die Regierung um Karl Lauterbach zum gigantischen Fehlschlag entwickeln. Wie wir zu diesem fatalen Urteil kommen und warum das Clubmodell vielleicht sogar das gesamte Vorhaben gefährden könnte, verraten wir euch in diesem Video. Hallo meine lieben Brokkoli-Freundinnen und Brokkoli-Freunde, ich bin Philipp, aka der Gärtner und beschäftige mich durch unser Startup Green Pioneers bereits seit über 4 Jahren hauptberuflich mit Nutzhanf und Cannabis. Natürlich begleiten wir die Legalisierung auch schon seit Stunde 0 und schauen immer ganz genau darauf, wenn es neue Entwicklungen dazu gibt. Wenn du zu dem Thema also immer top informiert sein willst, dann lass uns doch gerne ein Abo mit Glocke da und bleib immer auf dem Laufenden. Jetzt aber zurück zu den Bubatz-Vereinen. Warum sind wir mit dem neuen Modell so skeptisch? Wir haben für dich die 5 wichtigsten Gründe, warum wir glauben, dass die Anbauvereine keine gute Idee sind. Zumindest in der aktuellen Form. Erstens, eine gigantische Clubstruktur. 8,8% der Erwachsenen in Deutschland haben nach aktuellen Erhebungen des Gesundheitsministeriums im letzten Jahr mindestens einmal Cannabis konsumiert. Natürlich wird nicht jede Person, die einmal im Jahr vielleicht einem Joint zieht, gleich einem Anbauclub beitreten. Wir müssen aber auch beachten, dass statistische Erhebungen zum Konsum wegen des illegalen Status von Gras noch sehr ungenau sind und deswegen auch eine gewisse Dunkelziffer berücksichtigen. Für unser Gedankenspiel rechnen wir also mal mit diesen 4,5 Millionen potenziellen Vereinsmitgliedern. Die Pläne der Bundesregierung sehen ein Mitgliederlimit von 500 Personen pro Club vor. Hinzu kommt, dass die Anbauvereine eingetragene Vereine werden sollen. Das bedeutet auch, dass jeder Person grundsätzlich die Möglichkeit für einen Beitritt eingeräumt werden muss, solange nicht triftige Gründe vorliegen, die das ausschließen. Natürlich ist es nicht realistisch, dass jeder Club die maximale Anzahl an Mitgliedern erreichen kann, beispielsweise aufgrund von demografischen und strukturellen Unterschieden je nach Region. Aber vergleichen wir das mal mit den durchschnittlichen Mitgliederzahlen von Fußballvereinen, so müssten deutschlandweit etwa 20.000 neue Vereine entstehen. Vergleicht man diese Zahl mit etablierten Vereinsstrukturen in Deutschland, bleiben wir mal bei unserem Beispiel Fußball, dann sind das 6 Millionen Mitglieder in 27.000 Vereinen. Das bedeutet also, dass in wenigen Monaten eins der nominell größten Vereinswesen der Bundesrepublik entstehen soll. Das ist also eine richtige Mammutaufgabe. Ist das also zeitlich überhaupt realistisch? Und wie gründe ich überhaupt so einen Club? Und wenn ich den gegründet habe, wie lange dauert es dann, bis ich loslegen kann? Das beantworten wir jetzt. Das Timing-Problem. Die gute Nachricht, einen Verein gründen kann man theoretisch an einem Tag. Du brauchst lediglich 7 Gründungsmitglieder, einen definierten Tätigkeitsbereich und eine Vereinssatzung. Dann halten du und deine neuen Partner in Crime eine Gründungsversammlung ab, verabschiedet die Satzung und verteilt die verschiedenen Aufgaben. Ja, und dann kann es auch schon losgehen mit dem gemeinschaftlichen Grown. Du denkst jetzt sicher, das klingt doch eigentlich relativ machbar, oder? Tja, du hast die Rechnung aber ohne unseren Bürokratiestaat Deutschland gemacht. Der Haken an der Sache: Das Eintragen des Vereins und das Beantragen der Gemeinnützigkeit können richtig lange dauern. Bis zu 2,5 Monate können ins Land gehen, bevor das Finanzamt die Gemeinnützigkeit bestätigt und das Vereinsregister deinen Verein eingetragen hat. Und das gilt auch nur zu Zeiten des Normalbetriebs. Wir können ziemlich sicher davon ausgehen, dass diese Prozesse länger dauern, wenn deutschlandweit viele Bubatz-Enthusiasten gleichzeitig ihre Vereine anmelden wollen. Na, das Chaos auf den Behörden könnt ihr euch sicher vorstellen. Und das ist leider noch nicht alles, denn neben den beschriebenen Formalien des Vereinsrechts sind durch die Regierung auch noch spezielle Genehmigungsverfahren und Zulassungsvoraussetzungen in den Grasvereinen geplant. Es soll Berichts- und Dokumentationspflichten zu erzeugten und abgegebenen Mengen geben. Räumlichkeiten mit Mindestschutzmaßnahmen müssen vorhanden sein und behördliche Qualitätsstandards müssen erfüllt werden. Außerdem benötigen Clubs Personal,
das über nachgewiesene Sachkenntnisse verfügt. Allein der Aufbau der entsprechenden Systeme für Qualitätssicherheit und Dokumentation im Anbauprozess benötigt viel Arbeit und Zeit. Ich habe mich selbst schon viel damit beschäftigen müssen und ich kann euch sagen, das ist wirklich eine herausfordernde Aufgabe. Viele dieser Anforderungen sind bis jetzt noch nicht genau definiert und es ist auch noch unklar, welche Behörden genau für die Genehmigung und Überprüfung verantwortlich sein sollen. Da muss man auch sagen, dass es sicherlich nochmal Zeit braucht, bis die betreffenden Ämter dann auf ihre neuen Aufgaben eingestellt und die Beamten entsprechend geschult sind. Auch der geleakte Gesetzesentwurf gibt uns auf diese Fragen noch keine Antwort. Deshalb können wir davon ausgehen, dass bis zur Aufzeichnung dieses Videos immer noch nicht geklärt ist, wie das ablaufen soll. Wenn wir uns den aktuellen Zeitplan zur Entkriminalisierung angucken, dann wird es also allein von Seiten der Behörden jetzt schon zeitlich richtig, richtig knapp. Damit die Clubs aber überhaupt irgendwie die Chance haben, all diese Anforderungen an die Sicherheit und Sachkenntnis in so einem kurzen Zeitrahmen zu erfüllen, bedarf es außerdem erheblicher finanzieller Mittel. Aber woher kommen diese Mittel überhaupt? Was für Kosten kommen auf die Vereine zu und können die alleine durch die Mitglieder finanziert werden? Wer soll das bezahlen? Wie immer stellt sich auch bei den Anbauvereinen die gute alte Frage nach dem Geld. Denn eins ist klar. Die Bedingungen für einen gesicherten, kontrollierten Anbau nach Qualitätskriterien und Standards für bis zu 500 Mitglieder zu schaffen, erfordert schon einen ganz schönen Investitionsaufwand. Hier stehen wir also vor der nächsten großen Herausforderung, denn Anbauvereine sollen nach dem Prinzip der Selbstkostendeckung tätig sein. Kann das aber überhaupt funktionieren? Ausgehend davon, dass jedes Mitglied Anspruch auf 50 Gramm Buberts monatlich hat, erfordert das eine Anbaufläche von etwa 50 bis 100 Quadratmetern oder mehr. Das klingt jetzt vielleicht erstmal gar nicht so viel, man muss aber bedenken, dass zwischen und rund um die Pflanzen noch genügend Platz sein muss zum Hantieren und Arbeiten. Außerdem muss der Raum über eine entsprechende Größe zur Installation von Licht, Abluft und Bewässerungssystemen verfügen. Dazu kommen zusätzlich nennenswerte Anbauflächen für die Produktion von Stecklingen. Die sollen ja von den Clubs auch für den privaten Gebrauch zur Verfügung gestellt und gezüchtet werden und für einen Anbau in der Clubgröße sind die sowieso unerlässlich. Wollen die Clubs dann noch eigenes Saatgut produzieren oder Sorten kreuzen, dann wird es richtig tricky. Denn diese Produktionsräume müssten räumlich und hermetisch von den anderen getrennt werden, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden. Man benötigt also eine Halle, die mehrere hundert Quadratmeter groß ist, partiell aufgeteilt werden kann und wo zusätzlich noch geeignete Räume für die Abgabe verfügbar sind. Sehr wahrscheinlich sind vor dem Anbau von Cannabis also bauliche Änderungen notwendig, vor allem wenn man die geplanten Sicherungsmaßnahmen der Gebäude vor Einbrüchen mit einbezieht. Und das kann kostspielig werden. Aber selbst wenn die entsprechenden Räumlichkeiten inklusive Sicherheitsmaßnahmen endlich vorhanden sind, es kommen nochmal eine Menge Kosten on top, wenn dort auch qualitativ hochwertiges Gras angebaut werden soll. Um mit einem Schwarzmarkt zu konkurrieren und den Mitgliedern die übliche Qualität zur Verfügung stellen zu können, bedarf es nämlich auch spezialisierter Technik und Equipment für den Anbau. Und für eine Anbaufläche von 50 bis 100 Quadratmetern kommt da ein bisschen was zusammen. Nach unseren Berechnungen müssen Vereine ein Anfangsinvest zwischen mindestens 200 und 500.000 Euro einkalkulieren, je nach Anbaufläche, Mitgliederanzahl und den notwendigen baulichen Veränderungen. Wenn dann noch Räumlichkeiten gekauft oder gebaut werden müssen, wird das Ganze natürlich nochmal deutlich teurer. Aber woher kommt jetzt das Geld dafür? Dass der Bund dazu Förderungen bereitstellt, ist sehr unwahrscheinlich. Denn der Staatshaushalt ist bereits eng geplant und eins der wichtigsten Argumente der Regierung ist bekanntermaßen die finanzielle Einsparung, zum Beispiel bei der Strafverfolgung. Die Vereine müssen also selbstständig Investoren, Kredit- und Darlehensgeber finden. Die laufenden Kosten für Personal, Strom, Wasser, Dünger, Miete und Co. kommen nochmal on top. Nach unseren Berechnungen liegen die bei mindestens 25.000 Euro monatlich, wenn man von einer mittleren Vereinsgröße ausgeht. Unserer Einschätzung nach können aber diese laufenden Kosten sehr gut auf die Mitglieder umgelagert und so getragen werden. Hierbei tut sich in den Planungen aber ein weiteres Problem auf, denn die Clubs sollen ja nur bedarfsdeckend produzieren. Ist das aber überhaupt möglich? Bedarfsdeckung. Ist das realistisch? Nach den Vorgaben aus dem aktuellen Gesetz sollen die Anbauclubs lediglich die Menge an Cannabis produzieren,
die von den Mitgliedern in etwa verbraucht wird. Was zunächst erstmal nachhaltig und logisch klingt, stellt in der Realität die Betreiber der Vereine aber vor wirkliche Schwierigkeiten in der Umsetzung. Fangen wir mal mit dem Offensichtlichen an. Laut Gesetz hat jedes Mitglied Anspruch darauf, bis zu 50 Gramm Cannabis im lokalen Club zu beziehen. Also müsste eigentlich jeder Club diese Menge für jedes Mitglied bereitstellen. Was aber, wenn ein Teil der Mitglieder in manchen Monaten diese Menge nicht abnimmt, sondern stattdessen möglicherweise nur 10 bis 20 Gramm? Der Konsum der Mitglieder kann ja je nach Umständen schwanken. Da Cannabis aber 2 bis 3 Monate bis zur Reife benötigt, können die Vereine solche Schwankungen gar nicht schnell genug in der Produktion abbilden. Diese kann also gar nicht schnell genug an den Bedarf angepasst werden. Die Kosten für die Produktion sind aber bereits da. Die Ware produziert. Diese Kosten kann der Verein dann voraussichtlich auch nicht umlegen. Eine Möglichkeit wäre es, die Produktion anschließend zu senken und überschüssiges Gras einfach einzulagern. Bei entsprechenden Bedingungen bleibt das zumindest sehr lange qualitativ hochwertig. Aber was, wenn dann in den Monaten darauf die Nachfrage der Mitglieder wieder steigt? Das könnte dazu führen, dass diese dann vor leeren Regalen stehen. Eine bedarfsgerechte Produktion ist also nicht ansatzweise so leicht, wie das zunächst klingt. Die gleiche Problematik ergibt sich bei schwankenden Mitgliederzahlen. Angenommen, ein Anbauverein hat zu Beginn 150 Mitglieder. Also plant, finanziert und baut man die Anbauflächen entsprechend der bedarfsgerechten Produktion für diese Mitglieder. Nun kommen innerhalb der nächsten Monate nochmal 150 neue Mitglieder dazu. Also wieder neues Equipment, wieder neue Technik und all das muss finanziert werden. Die neuen Mitglieder müssen sich außerdem damit abfinden, dass sie in den ersten Monaten ihre Mitgliedschaft noch nicht versorgt werden können. Zumindest so lange nicht, bis die Produktion auf den neuen Flächen richtig angelaufen ist. Unserer Meinung nach müssen Clubs dringend die Möglichkeit bekommen, die für die Mitglieder benötigten Mengen selbst zu ermitteln und gegebenenfalls auch Überproduktion zu erlauben, um schwankende Bedarfssituationen überbrücken zu können. Außerdem sollte die Möglichkeit geschaffen werden, dass Clubs untereinander auch Cannabis zum Selbstkostenpreis handeln dürfen. So bleiben die dann nicht auf den Kosten für unabsichtliche Überproduktion sitzen. Mit Samen und Stecklingen soll ein Handel ja auch ermöglicht werden. Warum also nicht auch mit dem Erntegut? Bei den geplanten Dokumentationen sollte das ja kein Problem sein und gegebenenfalls könnte man ja hier auch eine Meldepflicht für gehandelte Mengen einführen. So könnte man aber eine deutlich höhere Versorgung und Planungssicherheit für die Clubs schaffen. Habt ihr einen Vorschlag, wie man dieses Problem lösen könnte? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, ich bin auf eure kreativen Ideen wirklich gespannt. Jetzt haben wir schon über viele Schwierigkeiten mit den Clubs gesprochen. Aber eine der gravierendsten ergibt sich aus der Kombination all dieser Probleme. Dieses überkomplexe Modell könnte sich zum Siegeszug für den Schwarzmarkt entwickeln. Wie wir darauf kommen, erklären wir euch jetzt. Clubmodell. Ein Nährboden für den Schwarzmarkt? Menschen aus der Mitte unserer Gesellschaft dürften es schwer haben, das Gründen eines Clubs zu realisieren. Denn der Aufwand nach den aktuellen Vorgaben ist nebenberuflich oder ehrenamtlich kaum zu schaffen. Der Aufbau von Clubs nach dem aktuellen Modell erfordert dafür einfach einen zu hohen Aufwand an finanziellen Mitteln, Ressourcen und Strukturen. Aber wisst ihr, wer all das bereits besitzt und dazu auch noch über das notwendige Know-how über die Durchführung und Planung von Cannabisanbau verfügt? Richtig. Die organisierte Kriminalität. Auch wenn es aufwendige Kontroll- und Aufsichtspflichten geben soll, wird es gerade in der Anfangszeit Mittel und Wege für kriminelle Strukturen geben, sich unter dem Deckmantel der Clubs zu etablieren. Die aufwendige Beschaffung von Finanzmitteln, Equipment, Personal und allem, was dazugehört, fällt solchen Strukturen sehr leicht. Und bis die Behörden tatsächlich in der Lage sind, genau zu verifizieren, wie viel Trockenverlust, Verschnittabfall oder tatsächliche Kosten bei der Produktion von Cannabis anfallen, wird es ein leichtes sein, Ware aus illegaler Produktion ins legale Geschäft zu schleusen. Auch wenn Anbauclubs Non-Profit-Organisationen werden sollen, gibt es schon jetzt Ansätze, wie sich Gewinne daraus über Tochtergesellschaften und Anteilseigner abschöpfen lassen. Ganz legal. Nur mal als kleines Beispiel. Der FC Bayern und der ADAC sind eigentlich auch Vereine. Aber die FC Bayern AG, der Konzern, der den Verein als Hauptanteilseigner hält, hat im Jahr 2022 über 9 Millionen Euro Gewinn erzielt. Bei der ADAC SE, dem ADAC-zugehörigen Konzern, wurde im Geschäftsjahr 2021 sogar ein Konzernjahresüberschuss in Höhe von über 57 Millionen Euro erreicht. Wir können also relativ sicher davon ausgehen, dass dieses Modell für dubiose Gruppierungen
Gruppierungen hochinteressant ist. Gleichzeitig könnten diese Gruppen sogar doppelt profitieren. Die Clubs sollen laut Gesetz nämlich genau dokumentieren, welche Mengen an welche Mitglieder verkauft wurden. Diese Daten müssen bis zu 5 Jahre gespeichert und bei Bedarf den zuständigen Behörden zur Verfügung gestellt werden. Der Geschäftsführer des Kompetenzzentrum Cannabis in Berlin, Maximilian Plenert, schreibt Folgendes dazu. In einer idealen Welt mit fairen Behörden und vernünftiger Politik mag das kein Problem sein. Ängste über einen Missbrauch von diesen Daten durch Behörden und die Gefahr von Konsequenzen, beispielsweise im Bereich Führerschein, Waffenrecht, Sorgerecht, Berufsrecht, die existenzbedrohend sein könnten, werden Menschen abschrecken, sich über Clubs zu versorgen. Das bedeutet also im Klartext, alle Konsumierenden, die nicht einem Club beitreten, könnten weiter durch kriminelle Strukturen versorgt werden. Nur, dass die Entkriminalisierung dieses Geschäft für den Schwarzmarkt deutlich einfacher machen wird. Natürlich bleibt noch die Option des Eigenanbaus, aber nicht jede Person kann und will sich die notwendige Arbeit und den Aufwand dafür machen. Da ist es dann doch leichter, einfach wieder zum Dealer zu gehen. Unserer Meinung nach macht es sich die Regierung zu leicht, indem sie ihre Aufgaben im Rahmen der Entkriminalisierung auf die Bürgerinnen und Bürger abwälzen will. Zu viele Punkte des Clubmodells wirken auf uns nicht richtig durchdacht und wie das Ganze überhaupt finanziert werden kann, ist noch komplett ungeklärt. Uns kommt es so vor, als verstehen die an dem Gesetz beteiligten Personen immer noch nicht vollständig, wie der Anbau von Cannabis funktioniert und welche Probleme sich dabei vor allem für die geplanten Clubstrukturen ergeben. Die anspruchsvollen Dokumentationsverpflichtungen, ein zu kleinteiliges Qualitätsmanagement, die hohen Sicherheitsvorschriften der Anlagen und das komplexe Vereinsrecht machen es unglaublich schwer, überhaupt einen Club zu gründen und zu betreiben. Das gilt vor allem für sozial schwächere Gegenden. Gleichzeitig dürfte das Modell sogar für die organisierte Kriminalität interessant sein. Diese verfügt über die notwendigen Ressourcen und Mittel und könnte diese Strukturen also für ihre Zwecke nutzen. Die Folge daraus wäre eine absehbare Expansion des Schwarzmarktes unter dem Deckmantel der Entkriminalisierung und der Gemeinnützigkeit. Da die Ergebnisse des Gesetzes nach 5 Jahren wieder evaluiert werden, könnte dann ein vernichtendes Urteil gefällt werden. Das könnte dann nicht nur die gesamte Entkriminalisierung, sondern auch eine mögliche Legalisierung in Gefahr bringen. Vor allem, wenn zu diesem Zeitpunkt konservative Parteien regieren sollten. Hier muss also unbedingt schleunigst nachgebessert werden. Jetzt seid ihr gefragt, was haltet ihr von dem Modell Anbauclubs? Glaubt ihr, das funktioniert mit den aktuellen Entwürfen oder seht ihr hier vielleicht auch eher eine Gefahr für das gesamte Vorhaben? Schreibt mir eure Meinung dazu gerne in die Kommentare, ich freue mich drauf. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da und unterstützt unsere Arbeit damit auch oder schaut hier direkt im nächsten Video weiter.